werde am Morgen, wenn ich nicht dusche, im Rollstuhl gewaschen. Meistens nur mein Gesicht, meine Hände und mein Intimbereich. Ja. Soll ich nochmal in die Augen? Ja. Ja? Okay, dann mache ich danach mache ich den Mund. Ja. Reicht? Okay, so, dann gib mir mal deine Hand. Das Gesicht und meine Hände werden mit einem Waschlappen ohne Seife gewaschen. Ich lasse die Hände und mein Gesicht Luft trocknen. Ich benutze für die Intimpflege einen Einwegwaschlappen und eine pH-neutrale Seife. So. Bei der Waschung des Intimbereichs kann es zu einer ungewollten Erektion kommen. Wenn ich mich nicht regelmäßig befriedige, bekomme ich unabsichtlich bei der Intimpflege häufig eine Erektion. Diese Erregung hat nichts mit der ausführenden Person zu tun. Das Glied bzw. die Eichel ist diese stimulierenden Berührungen nicht gewohnt. Dadurch entsteht diese Erektion. Wenn das Glied bei der Intimpflege größer wird, ist es einfacher, die Eichel zu waschen. Dies haben mir meine fremden Hände schon mehrmals mitgeteilt. So, warte. Die Seife muss wieder gründlich aus dem gesamten Intimbereich entfernt werden, damit keine Hautirritationen entstehen. Diese können äußerst unangenehm werden. Eine Intimrasur ist für eine gründliche Intimpflege von Vorteil. Ja. Gut. Mein Intimbereich wird mehrfach mit Papierküchentüchern abgetrocknet bzw. abgetupft. So. Okay, soll ich noch mal abtupfen? Warte mal, ich nehme ein neues. Okay. Ja. Ja? Ja. Gut. Okay. Möchtest du Parfüm haben?
drauf haben? Das kleine? Ja. Ja.